Hallo, liebe Eltern, da sind wir endlich wieder zurück aus dem Sommerurlaub. Hallo, liebe Naturkinder. Ich komme direkt aus Ungarn und Ungarn ist ein Meer von Sonnenblumen. Es ist unfassbar schön und da haben wir gesagt, wir fangen dann nach dem Urlaub einfach mal an und machen weiter mit dem Sommer. Die Sonnenblume ist ein Zeichen von Wärme, von Fröhlichkeit und von Sommer und deswegen stehen wir beide hier. Ja, das ist tatsächlich ganz toll. Und Nettie ist nicht geschrumpft, auch wenn das gerade so aussieht. Sonnenblumen sind phänomenale Pflanzen. Die können 2 Meter, teilweise 3 Meter groß werden. Sind unheimlich stabil und biegen sich. Das sieht ganz toll aus. Die können einfach eine wunderbare Farbenpracht bringen. Ist aber auch eine Pflanze, die tatsächlich sehr alt ist. Nicht, weil die einzelne Pflanze alt wird. Die ersten Nachweise, die ich gefunden habe, sind so 2500 Jahre vor Christus bei den Azteken schon gewesen, wo die Sonnenblume mit einer Gottheit verglichen wurde. Also das finde ich ganz spannend, aber es passt ja auch. Ne? Sieht ja schon ein bisschen göttlich aus mit den ganzen Farben. Ja. Wie es bei uns aber so Tradition ist, ist auch diese Pflanze für uns zu nutzen. Wir haben die Sonnenblumenkerne, die wir essen können. Da müssen wir nur die Schale abbeißen, wenn die getrocknet sind. Wie wir die ernten können, das zeigt euch die Nettie gleich. Genau. Und ihr kennt es von zu Hause, vom Braten, vom Backen und allen anderen möglichen Sachen, wo man Öl gebraucht. Es gibt auch das Sonnenblumenöl und das wird aus den Kernen gewonnen, weil diese Kerne ein paar Vitamine haben. Der große Anteil in diesen Kernen ist aber tatsächlich der Ölanteil. Dadurch sind das sehr hohe, ich sage mal gerne Kalorienbomben dazu. Die gehen also direkt auf die Hüfte, wenn wir dazu... Gesunde Kalorienbomben. Sehr gesunde sogar. Schmecken total gut. Schluckt nur nicht die Schale mit runter. Packt die zur Seite. Spuckt die bitte nicht auf die Straße. Das sieht immer ein bisschen hässlich aus. Und Nettie zeigt euch jetzt, glaube ich, nochmal was zur Ernte, ne? Genau, also ihr könnt jetzt auch mit euren Kindern natürlich Sonnenblumen ernten, wer ein Sonnenblumenfeld in der Nähe hat. Und es ist eigentlich ganz schön, dass man den Kindern dann zeigt, Tina, vielleicht kommst du ein Stückchen ran, wie man diese Kerne da rausholt. Damit sind die Kinder auch ganz toll beschäftigt. Also man schiebt praktisch die Kerne frei und dann nimmt man sie raus. Bis zu 2000 Kerne gibt es pro Sonnenblume und man braucht 25 Blüten für einen halben Liter Öl. Das ist auch nochmal ganz interessant. Also 25 Blüten? Ja, für das einen halben ist viel. Liter Öl. Ja. Und sie müssen ja jedes Jahr wieder neu, sie sind einjährig, neu ausgesät werden und es sind Korbblütler. So, und jetzt versuch doch mal aufzumachen und gib mir mal einen, ich möchte probieren. Das versuche ich. Du solltest das lieber selber machen, weil ich mache das immer mit den Zehen. Ja, dann mach doch. Ich esse trotzdem. Ach, ja? Wir müssen aufpassen. Ja, wir müssen aufpassen, auch wenn wir eine Familie sind, aber momentan richtig. Wollen wir da mit Beispiel vorangehen. Ja. Und Tinchen kann mal kurz den neuen Kollegen Jeff zeigen. Es gibt nämlich jetzt im Team nicht nur die Mimi, sondern auch den Jeff. Den habe ich übernommen, auch ein ganz lieber Labi. Also wir haben jetzt zwei, die immer dabei sind. Lecker. Dann lege ich das noch mal ganz brav hin. Genau. So, hier sind die Sonnenblumen. Ja. Gerne. Und man merkt es richtig so ein bisschen ölig auf der Zunge, auch und im Mund. Bisschen aber nussig, richtig lecker. Genau, richtig nussig. Köstlich. Ganz toll. Und also, ich merke das schon, die Kraft kommt also direkt angeschossen. Ist klar. Ja, wirklich. Man merkt das sofort. Also ab mit den Kindern. Eine tolle Beschäftigung und erklärt ihnen bitte nebenbei, was kann diese Sonnenblume. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Und ja, sonnige Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.